Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht Video mal anders. Ja, für alle Neuen herzlich willkommen und für die, also für die Alten, die wissen das ja, wie es so funktioniert. Und für die Neuen ist es halt so, ich sammle meinen Müll wie alle anderen, nur nicht ganz so lange bis zum Ende des Monats. Ich mache immer so viele Cuts wie möglich aneinander, sodass, ich halt nicht so leben muss wie so ein Verpackungsmessi und ihr habt halt immer so Clips aneinander, was ja in dem Sinne nicht schlimm ist. Ich mache halt auch so eine kleine Statistik in der Infobox, wie viel ich halt aufgebraucht habe, wie viel hier und wie viele Produkte und wie viel ich aussortiert habe. Aussortieren tue ich auch mal relativ viel, weil ich halt viel Trashpäckchen mache. Trashpäckchen, sagt euch was? Nein? Dann verlinke ich euch das mal. Also, ja, sowas mache ich total gerne, aber es sind halt immer Sachen dabei, die ich dann halt weniger gut gebrauchen kann und ja, ne? Ich zeige euch erstmal, was ich bisher aufgebraucht habe. Und zwar durfte die Tage wieder eine Tuchmaske dran glauben. Und zwar hier die Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Intensive feuchtigkeitsspendende und ausgleichende Maske. Ja, hat gut auf mein Gesicht gepasst. Hat gut geklappt. Also, ja, gibt nichts dran zu meckern. Also, was soll man da meckern? So, dann aufgebraucht, beziehungsweise aufgeschnitten und in einem Tiegel reingetan. Wartet mal, ich muss mal hier das da rein tun. Habe ich auch heute verwendet unter meinem Make-up. Und zwar von So Susan. Weil ich habe die aufgeschnitten und habe da tatsächlich zwei ganze Tiegel. Ich habe so, wartet mal, wo habe ich... Ich habe hier so Tiegel, ne? Da habe ich jetzt was reingetan und davon. Übrigens hier die Kosten bei... Was ist das? Teddy oder so, genau. Bei Teddy 1,50, aber ich hole mir die. Die habe ich jetzt von meiner Schwester geschenkt gekriegt. Normalerweise hole ich mir die bei Amazon für kostenlosen Versand und 72 Cent oder so. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Naja, auf jeden Fall, hier sind jetzt noch Reste drin, aber ja gut, was soll der Geiz, ne? Ist halt auf jeden Fall so eine richtig tolle, so eine Schimmer-Sache gewesen, so als Highlighter, Flüssig-Highlighter oder auch unter Make-up, wie ich heute halt verwendet habe. Ja. Fand ich gut, nur ich habe die halt aufgeschnitten, weil die Tube unten war kaputt und da quoll mir immer alles raus. Deswegen musste es jetzt dran glauben und habe ich jetzt zerschnitten und in so Tiegeln, kann ich euch mal zeigen, hier, so in solchen Tiegeln drin. Dann auch aufgeschnitten habe ich eine Handcreme von Mercy Handy. So hat das gute Stück ausgesehen. Habe ich halt aufgeschnitten, um die letzten Reste auch rauszukriegen. Das mache ich nur bei Produkten, die ich wirklich auch mag und gut finde. Das hier hatte ich mal zugeschickt bekommen von Mercy Handy. Fand ich gut. Da waren so kleine wie so Mikroperlen drin, die sich dann halt in Berührung mit der Haut aufgelöst haben und halt für extra Pflege gesorgt haben. Fand ich... Oder war das? Nee, das habe ich gar nicht von Mercy Handy zugeschickt bekommen. Das hatte ich mal in der Pinkbox, so war das. Nur Mercy Handy, die arbeiten halt auch mit Octoly, deswegen war ich gerade ein bisschen durcheinander. So, dann habe ich noch etwas aufgebraucht und zwar von Evelyn den Pinselreiniger. Den nutze ich immer zwischendurch ganz gerne für meine Blenderpinsel. Für alles andere nehme ich Seife und Wasser, ne? Aber das hier für so zwischendurch finde ich echt total cool und davon habe ich auch noch ein Backup. Und auch noch so ein von Essence sowas hier. Das werde ich jetzt erstmal verwenden. Fand ich also auch gut, wird immer wieder nachgekauft. Dann habe ich von Dresdner Essence, habe ich halt dieses hier letztens verwendet. Ich glaube, ich bade, wenn es hochkommt, dreimal im Jahr. Bekomme aber immer wieder so Dusch, wie, ach Quatsch, Badesalz und sowas im Trashpäckchen. Also ich habe die jetzt übrigens alle, aufgrund der Tatsache, dass ich das hier überhaupt nicht gemerkt habe im Bad. Leider, weil ich fand diesen Duft. Wenn ich so jetzt dann rieche, das riecht wirklich extrem nach diesen Duftsäckchen, die man im Schrank hält, die nach Lavendel duften. Ich liebe das. Habe im Bad leider überhaupt nichts davon gemerkt. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, alles, was ich so an Badesalzen und sowas habe und auch bekommen werde, wieder ab in anderen Trashpäckchen, weil ich merke davon einfach nichts. Und dann nehme ich mir einfach Duschschaum, davon habe ich dann mehr. Also so diesen normalen Zusatz. Ja, dann habe ich wieder für die Spülmaschine so ein Spülmaschinendeo. Von Finish. Macht seinen Job ganz gut. Wenn man es aufmacht, riecht das ganz gut. Ich habe hier was wieder von meinem Freund. Was heißt wieder? Eigentlich ganz selten, aber es lohnt sich immer zu zeigen. Und zwar hier von Rituals, dieses Ritual of Anahata. War eine Limited Edition. Wir lieben das. Er hat, glaube ich, schon seine dritte aufgebraucht. Ich gehe da total sparsam mit um. Riecht total nach Pinie und Rosewood. Also richtig, richtig tolles Produkt. Wenn ihr das noch irgendwo finden könnt, schnappt es euch.
Ich habe von Balea meine Tiefenreinigung habe ich aufgebraucht. Werde ich mir auch definitiv irgendwann, wenn ich dann nochmal nach DM komme, weil ich möchte eigentlich nicht hin. Aber werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich fand das ganz gut. Hat die Haare auch nicht, ich muss niesen, hat die Haare auch nicht ausgetrocknet und so. Ich fand das wirklich gut, um einfach diese Styling-Produkte, die man halt so in den letzten Tagen, weil ich wasche meine Haare zweimal die Woche, um halt die Sachen da rauszukriegen, die man dann halt da so reingeschmiert hat, war dann immer ganz gut. Und danach das normale Shampoo. So, dann habe ich von Kneipp, ich weiß gar nicht, ob man so die kaufen kann oder ob es die einfach in groß gibt, weil ich habe bisher zweimal von diesen Produkten das gehabt und ich möchte unbedingt von Kneipp mir die Peelings mal angucken, weil ich finde die mega. Jetzt diese Geruchsrichtung fand ich jetzt nicht so toll, obwohl das eigentlich Kamelie und Argan war, schaut mal. Aber für mich hat das total nach Kokos gerochen. Und ich bin überhaupt gar kein Kokosmädchen. Nee, also der Geruch nicht, aber die Peeling-Körnung, der Hammer. Also guckt euch die Kneipp-Peelings an, wenn ihr dann auch so ordentlich Peeling mögt und nicht so, na so, lushy-pushy. Dann habe ich hier von O Thermal, von Aven, habe ich hier so eine Sonnenschutz, eine Sprühvariante aufgebraucht. Ja, das ist schon was älter gewesen. Ich glaube, 2-3 Jahre hatte ich das, aber es war immer noch in Ordnung. Aber jetzt ist es leer. So, konnte man auch gut vertragen und so weiter. So, und dann habe ich, der Deckel ist halt der falsche, aber ich habe halt ein neues drin. Und zwar von Airwick habe ich hier Zitrus aufgebraucht gehabt. Um ehrlich zu sein, habe ich das so lange da leer drin gehabt, dass ich nicht mehr weiß, wie das war. Aber jetzt im Moment habe ich wieder Cotton da drin und Cotton mag ich sehr. So, dann habe ich hier noch drei Produkte, die ich aussortiert habe. Und zwar einmal einen super süße Farbe an Nagellack, aber der hält auf meinen Nägeln einfach nicht. Und zwar von Trended Up die Farbe 210. Die kommt jetzt einfach in einem Trash-Päckchen. Freut sich vielleicht jemand anders drüber. Dann einen Kajal, oder ist das ein Eyeliner? Genau, das ist ein Eyeliner 2 in 1. Das ist von Essence aus dieser Glitter in the Air-Reihe. Mega schöne Farben, aber hält bei mir einfach nicht und deswegen kommt er weg. Und dann halt von Altera Naturkosmetik den Rainbow Highlighter. Der war komplett neu, hatte ich auch in einem Trash-Päckchen drin, aber den sieht man einfach nicht. Und deswegen, ich finde den wunderschön. Eigentlich müsste ich den behalten, nur alleine Optik, ne? Aber nein, dafür habe ich definitiv keinen Platz und deswegen wird er auch wegkommen. Okay. Hi. Ja, es ist wieder ein bisschen was leer, nicht viel. Und was aussortiert, zeige ich natürlich. Und zwar Haushalt. Einmal, willst du Priel? Nee, willst du viel? Spiel mit Priel. Ja, das war halt die Pro Nature Sensitive mit Calendula. War okay, bin ich jetzt echt lange mit ausgekommen, weil ich benutze das nur so, um auf die Schnelle irgendwie was zu spülen, weil sonst habe ich ja die Spülmaschine. Dann habe ich hier von Alvira Wattepads, 60, nein, 80 Stück. Die waren richtig gut, ähnlich wie die von Lidl. Richtig schön dünn und gut gesteppt und nicht, dass sie so im Gesicht fusseln und so. Die waren auch sehr günstig, weil wie gesagt, Action und so, ne? Kann ich echt empfehlen. Und was wieder leer geworden ist, was heißt wieder, werden nicht so oft leer, weil ich schminke mich damit nicht ab. Das ist nicht meine normale Routine. Das ist nur, wenn ich jetzt zum Beispiel Freitag, samstags abends nach Hause komme und dann keine Lust mehr habe auf mega Aufwand, dann gehe ich damit durch mein Gesicht. Aber normalerweise schminke ich mich ja doch ordentlich ab. Aber die sind halt einfach die besten. Man hat das pflegende Gefühl hinterher noch im Gesicht, was ich mit anderen Feuchttüchern nicht habe. Ja, und das nimmt auch das Make-up sehr gut runter, finde ich. Ja. Und aussortiert habe ich drei Produkte. Und zwar einmal die Essence All Eyes On Me Mascara. Die kriegt meine ältere Schwester. Die war letztens ja auch hier und hat dann ja ein bisschen gejammert, dass sie ja keine Mascara oder so hat. Und ich denke, dieses kleine Bürstchen hier kann echt was bei ihr, weil sie hat halt nicht diese Mega-Wimpern. So, dann habe ich hier aus meinem 7 Products habe ich hier zwei Lidschatten aussortiert. Und zwar einmal aus der Lala Berlin Reihe von Catrice ist das der La Vie in Rose. Ganz toller Lidschatten, den man auch gut als Highlighter verwenden kann. Und von Trended Up das Highlightening Eyeshadow Cream. Ja, diese drei Sachen sind dann halt jetzt wieder weg. Ach ja, ich habe hier noch was. Ja, und dann habe ich nämlich noch eine eine Tuchmaske aufgebraucht. Ich muss aufpassen, dass es nicht rausläuft. Und zwar sah die so aus. Die habe ich nämlich gestern verwendet. Ich fand die schon ziemlich niedlich. Miau. Ja, auch einfach, es war eine Katze. Ja,
war halt eine Gesichtsmaske. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, keinen besonderen Effekt merken können, aber ab und zu mal eine Feuchtigkeitsmaske brauche ich mal. Ja. Ich habe wieder hier so ein bisschen was leer und aussortiert. Das legen wir mal hier hin. Boah, ich bin da, ja, ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich von Finish die Wonderball All-in-One Plus kraftvolle Reinigung mit Extra Boost aufgebraucht. Das ist für die Spülmaschine. Ich nehme nur noch teure. Ich habe die ganzen billigen satt. Die machen einfach nicht sauber, finde ich. Und dann muss man bei meiner Spülmaschine zumindest ein bisschen in die Tasche greifen. Und dann läuft das mit dem günstigen, mit dem sauberen Geschirr auch. Dann habe ich ein Deo. Ach, ja. Ich habe ein Duschgel aufgebraucht und zwar dieses Original Surf mit Orange. Fand ich ziemlich gut, vor allen Dingen für den Sommer. Aber im Winter brauche ich dann wieder so ein bisschen was Kuscheliges, Blumiges oder so. Dann mag ich nicht mehr so gerne fruchtig. Dann habe ich von L'Oreal Studio Line, habe ich hier dieses Hot and Curl aufgebraucht. Das ist, also ich finde übrigens diese Sprühflasche, ich muss mal überlegen, ich glaube, die behalte ich. Ich mag nämlich diese mit diesen Sprüher da und vor allen Dingen auch, was da so rauskommt, mag ich sehr gerne. Jetzt nur zu der Flasche, ne? Finde ich ziemlich cool, müsste ich eigentlich was anderes reintun. Aber so an sich finde ich dieses Zeugs hier, das macht halt Locken. Eigentlich ist das für einen Lockenstab geeignet, aber ich mache damit auch meine ganz normalen Naturlocken. Das sprühe ich mir dann einfach rein und diffuse meine Locken ein bisschen fertig. Jetzt im Moment sind meine Locken ein wenig, ich muss sie heute Abend waschen erstens, ne? Weil so sehen die Haare aus, wenn die gewaschen werden müssen. wenn da halt 4 Tage... Styling-Produkte drin waren. Worauf wollte ich hinaus? Ja, genau. Im Moment ist so ein ganz schwüles Wetter und dann hängen sich meine Locken gerne mal so aus. Ja, aber gut, es gibt Schlimmeres, ne? Aber ist ein gutes Produkt hier, das. Dann habe ich aufgebraucht, beziehungsweise meine Schublade hier aufgefüllt, diese 80 Kosmetikstäbchen. Oh, meine Kamera, es geht gleich, Akku wahrscheinlich leer. Und zwar sind das die, wo der Paddel und auf der anderen Seite die spitze Seite ist. Mag ich mal ganz gerne. Ja, ist dann auch jetzt einmal leer und habe ich aufgefüllt. Dann habe ich von Aveo den Nagellackentferner mit Lotus aufgebraucht, leer gemacht. Fand ich sehr gut. Hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das gehalten hat, aber ich muss jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass das hier voll den tollen Lotusgeruch hatte. Eigentlich nicht. Aber ich fand das ganz gut, weil das halt, da waren halt mit so Ölen drin und hat die Nagelhaut, denke ich, nicht so ausgetrocknet, wie man, ja, denkt vielleicht. So, dann habe ich wieder aufgebraucht, ich blende euch ein, wie das funktioniert, eine Wald 7 Duschbombe. Da hier war mit Melone und Minze und ich sag euch, das ist eine geile Sorte. Das ist wirklich astrein. Mega toller Duft. Ja, und zwar legt man den halt in die Dusche, in die Duschwanne, um halt ein Duscherlebnis zu haben und nicht für den Körper. Da habe ich letztens bei Instagram eine Dame gehabt, sie hat gedacht, das wäre für den Körper und war ein bisschen enttäuscht. Nein, das ist wirklich nur reines Dufterlebnis. So, dann habe ich von Bath & Body Works die Blue Ocean Waves Handschaumseife leer gemacht. Ja, fand ich gut. Ich werde die aufbewahren hier und werde da irgendwas reintun für auf der Arbeit. Ja, jetzt werde ich erstmal wieder eine andere normale Handseife nehmen und die, so eine, meine eine von den anderen kommt dann später dran. So, dann habe ich schon mein Dior Addict leer gemacht. Habe ich heute Morgen den Rest drauf getan. Ja, ist leer. Ich habe hinten aber schon da mein Backup stehen. Also, aber die hier muss ich aufbewahren, weil die war tatsächlich in meinen Project Pan drin. Und dann habe ich hier 3 Produkte, die ich aussortiere. Und zwar ist es zum einen, tue ich halt ein Trash-Päckchen rein, das Balea, wie heißt das? Es geht gleich die Kamera aus. Balea Puder, so ein Volumenpuder ist das für die Haare. Das ist wohl mit Kokosduft, glaube ich. Kokos- und Mandelduft. Mango-Duft. Ja. Ich habe sowas ganz viel und tue ich weg. Genauso wie das Insta-Shine von Got2Be. Das ist halt ein Spray, was Glanz und Glitzer gibt. Und den Rest zeige ich euch, das andere zeige ich euch gleich, wenn ich ja, und zwar, ne, also werde ich beide in Trash-Päckchen reintun. Ist halt einmal so ein Insta-Shine-Spray, das habe ich 2-mal verwendet. Und halt, wie gesagt, das Volumenpuder. Da habe ich unten direkt eine Kiste stehen für meine Trash-Sachen.
Und dann, ihr werdet jetzt aus den Latschen wahrscheinlich fallen. Und zwar gebe ich meine Urban Decay Naked Heat Palette ab. Ja. Ich habe sie 3-mal verwendet, wenn es hochkommt. Ich finde die Verpackung ultra geil. Ich finde auch die Lidschatten total geil. Ach, übrigens, ich muss den Pinsel dann noch wieder da rauf. Wo ist denn der Pinsel? Die Palette habe ich wirklich, wenn es hochkommt, 3-mal verwendet. Und bin jetzt zu der Auffassung gekommen, weil ich habe heute Morgen habe ich mich mit dem Essence Dupe geschminkt. Das 3. Mal auch. Und ich muss tatsächlich sagen, sie ist nicht ganz so geil, ich sag jetzt mal, zum Ausblenden und so wie den Urban Decay. Aber sie ist wirklich eine sehr gute Lidschattenpalette. Und dann sehe ich tatsächlich bei diesem Preisunterschied, sehe ich das nicht ein, dass ich diese hier irgendwo behalten soll. Ich habe mich dann für die Essence Palette entschieden. Und die Urban Decay Naked Heat verkaufe ich dann jetzt. Die möchte ich auch nicht im Trashpäckchen oder sowas tun. Die möchte ich wirklich ganz gerne verkaufen. Vielleicht kann ich mir dann ja echt mal so ein Hourglass-Puder oder sonst irgendwas dafür kaufen. Ja, das wäre es dann erstmal. So, dann habe ich, apropos Öl und so ein Kram, habe ich von L'Oreal das Elvital, habe ich hier aufgebraucht. Das ist ein Haaröl, was ich sehr gerne mag in der Drogerie. Das kostet 5,95 oder 6,95 maximal und oder vielleicht 7, also so um den Dreh auf jeden Fall. Ich nehme immer das für alle Haartypen. Das für trockenes Haar finde ich nicht so gut, komischerweise. Ich finde, das trocknet irgendwie die Haare aus. Aber das für alle Haartypen kann ich nur empfehlen, weil da werden die Haare... Also jetzt, wo ich halt die... jetzt man sehen die grau aus, ne? Ich habe mein Silbershampoo ein wenig zu lange drin gelassen wahrscheinlich. Deswegen sehen die, sind mega grau gerade. Ja, abends und morgens tue ich mir dann halt immer Haaröl rein, weil die Haare brauchen nun mal jetzt die extra Portion Pflege. Dann, apropos Silbershampoo, habe ich hier meine Silberhaarmaske, obwohl ich jetzt eine andere habe. Das ist die von Langhaarmädchen. Ich habe die euch letztens gekauft und getestet schon gezeigt. Ich fand diese Haarkur wirklich sehr, sehr gut. Den vom Duft brauchen wir ja nicht zu erzählen, ne? Also würde ich mir tatsächlich neu kaufen. Allerdings habe ich jetzt von Fonola, heißt es glaube ich, habe ich ja das Silbershampoo und die Haarkur. Und ich habe das letzte Mal, das erste Mal die Haarkur davon verwendet. Und ja, wie gesagt... Das ist grau. So krass. Also meine Arbeitskollegen, die kamen heute aus dem Urlaub wieder und sie meinte, boah, du hast Jenny, du hast ja mittlerweile graue Haare. So, ja, das ist mein Silberglanz-Shampoo. Und ja, ich benutze halt das immer von Fonola jetzt im Moment und finde das halt wirklich für diesen Graustich. Seht ihr ja. Also das ist der Hammer. So, dann habe ich eine so eine Probe aufgebraucht. Ich habe ja immer im Trashpäckchen bekomme ich ja immer Pröbchen. Und da war halt eine ganz interessante bei. Und zwar von Dado Sense war das so ein Make-up. Ich weiß auch nicht mehr, von wem ich das bekommen habe. Das Make-up war richtig gut, aber es hat gestunken. Boah. Ich könnte mir dieses Make-up niemals kaufen, weil das so ein richtig muffiger Gestank war. Ging gar nicht, ja. Also, ne. Da kann das so gut sein, wie man will. So, dann hier, genau, das war auch als so eine Probe dabei. Und zwar so ein Marrakesch-Öl. Und als ich das in meinen Haaren verteilt habe, dachte ich nur, boah, ist das süß. Und dann kam aber mein Freund ins Badezimmer und meinte so,
das riecht hier voll nach Popcorn. Ich so, ja, also das hier riecht total nach Popcorn. Popcorn, Zuckerwatte, Kirmes, also total. Aber so von der Wirkung fand ich es ganz gut, aber man braucht ja so eine Flasche, um herauszufinden, ob das gut ist oder nicht. Zumindest ich bei meinen Haaren. Achso, das ist nur Müll. Dann habe ich hier von Vanel das Supreme Weichspüler, habe ich hier aufgebraucht. Ich brauche im Moment nicht ganz so viele Weichspüler auf, weil ich habe das letztes Mal schon erwähnt, ich benutze das nicht mehr so wie früher so viel, weil ich habe da wirklich rausgefunden, wenn ich zu viel Weichspüler in meine Trommel reintue, in mein Fach, dann ist das einfach nicht so gut für meine Wäsche. Die fängt an zu müffeln nach einer Zeit. So nach nasser Kleidung, wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich davon wirklich nur diesen Kopf hier voll mache, da denkt man echt so, was, so wenig? Aber das reicht vollkommen, das glaubt man gar nicht. Ja, und das hier war jetzt okay. Ich habe das bei Lidl irgendwann gekauft, weil das war im Angebot so in dieser großen Pulle. Aber ja, war okay, aber ich stehe halt auf mein Ocean Escape von Lenore. Ist halt nun mal so. So, dann habe ich hier was von meinem Freund und zwar ist das von Axe halt dieses hier. Muss ich mal kurz die Nase kratzen. Immer schön, wenn das davor gehalten wird. Ja, und das ist halt die Kollision Leather and Cookie Scents. Habe ich ihm einfach mal mitgebracht. Und das riecht auch wirklich gut. Ich weiß nicht, ob er es gerne benutzt hat. Ich habe es letztens einfach unter der Dusche mal angehoben. Da habe ich gedacht, das ist leer, Junge. Warum tust du das nicht im Müll? Naja, auf jeden Fall habe ich dann einfach in meinem Müll getan. Wollte euch das mal zeigen. Ich finde diesen Duft schon ganz, ich finde den schon ganz angenehm. Aber bei meinem Freund, der ist im Moment so unglücklich mit seinem Duschgel, weil der benutzt ja gerne dieses Rituals, was ich auch so liebe, dieses Peony und Rosewood. Ja, aber das war halt eine Limited Edition, ne? Und ich hab mich damit ja so eingedeckt, ja. Und er hat sich nur 3 Flaschen oder so davon bestellt. Die sind natürlich jetzt schon leer. Nein, da bin ich hart. Nee, meine kriegt er nicht. Also, nee. Ach, ich habe übrigens noch was von ihm. Ja, und jetzt muss er natürlich erstmal seine anderen Duschgele aufbrauchen, bevor er, ne, hier eventuell doch mal eins von mir kriegt. Ja, dann habe ich hier von ihm, wie gesagt, Zahnpasta. Ich benutze die nicht, weil dafür sind mein Zahnfleisch und meine Zähne einfach zu schmerzempfindlich. War übrigens letztens beim Zahnarzt. Er meinte, das sieht echt alles gut aus und meine Zähne, da ist nichts dran. Ist halt einfach immer mal entzündet, mein Zahnfleisch, ne? Naja. So, dann habe ich wieder eine Probe. Ja, genau, ich hatte so ein paar Proben. Und zwar diese, das ist eine Bodylotion von irgendwas mit Wölkchen. Genau, Wolkenseifen. Aber ich fand den Geruch, der hatte diesen typischen Alverde-Geruch, wenn er versteht, was ich meine. Und als Bodylotion mag ich diesen Geruch überhaupt nicht. So, apropos Geruch, was ich total toll wieder fand. Ich glaube, ich habe das schon mal gezeigt gehabt in meinem letzten Ausschnitt oder so. Und zwar Wald 7 Duschbombe mal wieder. Und schon wieder Melone mit Minze, weil ich diesen Duft einfach... Ohne Scheiß, der ist mega. Also, ich stehe überhaupt nicht auf Melonengeruch. Aber mit dieser Minze da drin, da würde ich mir direkt eine Yankee Candle von kaufen. Finde ich mega gut. Mega gut. Dann habe ich, das hatte ich irgendwann im Trash-Päckchen oder in einem Paket von irgendjemandem, war halt eine Handseife mit Kokosduft. Ich habe mich gerade eben damit schon wieder die Hände gewaschen, weil ich wollte gerade Pipi machen. Und ich finde, dieses Stück Seife, das hinterlässt schon ein pflegenderes Gefühl als so 0815 Seifen. Finde ich gut. Gut, ich hätte mir jetzt keinen Kokos gekauft, aber ich finde auch nicht, dass das so extrem kokosmäßig ist. Ist in Ordnung. Also, und gut. Also die Seife ist nicht nur in Ordnung. Also der Duft ist nur in Ordnung. So, so und dann habe ich hier noch was etwas Teureres aufgebraucht. Und zwar von The Body Shop mein Vitamin E. Dieses Overnight Serum in Öl. Ich habe das allerdings auch tagsüber sehr gerne verwendet. Einfach als Serum vor meiner Tagescreme. Hat sehr gut geklappt. Pipette war da dran. Und ich glaube, ihr kennt meine Meinung zu Pipetten. Also so bei dem Öl war das jetzt ganz okay, aber ich finde Pipetten an so Beauty-Produkten schön, aber voll, da kommt fast nie was raus, muss man ja mal sagen. So, und dann habe ich hier noch 2 Sachen, die ich eingeschmolzen habe. Und zwar fangen wir an mit meiner Moroccan Argan Öl. Ich liebe diesen Duft einfach als Yankee Candle und da habe ich letztens da war ein bisschen mehr als Sicherheitsrand. Ich habe die halt über Nacht dann ausgemacht und habe dann am nächsten Tag gedacht, soll ich sie nochmal anmachen?
bis zum Sicherheitsrand und so. Dann habe ich mir gedacht, nee, komm, schmelze dir ein. Und jetzt habe ich mir dann halt aus den Rest kleine Herzchen gegossen. Oh, und ich liebe diesen Duft. Das ist einfach so ein schöner, gemütlichkeitskuscheliger, Teichöller Duft. So ein bisschen leicht Parfüme. Ich mag es sehr gerne. Welchen ich auch dann eingeschmolzen habe, weil er war bei mir im Badezimmer. Denn das ist ja der Hydragena oder Gea. Hydrangea, genau. Den hatte ich mir letztens nochmal ertauscht und habe dann gedacht, komm, ab ins Badezimmer mit ihm hier. Und dann habe ich den immer vergessen auszumachen. Und da hat er gebrannt und gebrannt und gebrannt. Und irgendwann habe ich ihn gar nicht mehr wahrgenommen im Badezimmer. Und als ich gerade dann die Arganöl hier eingeschmolzen habe, habe ich gedacht, weißt du was, schmelze dir auch ein. So, und dann habe ich die Reste von hier dem in meiner Duftlampe reingetan am Abend. Und ich habe nur gedacht so, oh, ist das ein Duft? Wirklich, also dieser frische, welche blumige Duft hier. Meine Mama kriegt jetzt auch schon, hat sich auch schon welche zu mir gesagt, Jenny, kann ich davon welche haben? Ich so, ja, auf jeden Fall, meine Mama mag mich gerne. Was sind das für Blumen? Hortensien. So, genau, meine Mama so, wenn die riechen wie Hortensien, dann möchte ich auch welche. Ich so, Chrisse, ja. Und mega, wird sie lieben, diesen Duft. Und ich glaube tatsächlich, dass ich meine andere Kerze dann auch einschmelzen werde, weil als Tat, Leute, ich habe wirklich gedacht, ich kipp um. Der war mega. Und das waren jetzt erstmal wieder, krass, guck mal, der Ausschnitt hier, der hat jetzt mal eben 10 Minuten gedauert. Wird der wieder dann aufgebraucht, wieder, mein lieber Scholli. Ciao. Ich habe wieder so ein bisschen was leer und aussortiert. Und zwar erstmal das Leere. Und zwar ein Make-up. Ja, da bin ich sehr froh drüber. Habe ich vorgestern leer gemacht. Und zwar ist das Maybelline Dream Wonder Nude. Mir ist gerade ein wenig warm, sorry. auf jeden Fall habe ich das leer gemacht. Ist, glaube ich, ist es nicht sogar in meinem Projekt drin, in meinem 12-monatigen Projekt? Ich glaube, ja. 12-monatige, 12 Sachen. Ist ja egal. Ja, ich fand das ja ziemlich gut. Allerdings habe ich in letzter Zeit das immer verwendet mit diesem hier. Das ist so ein Make-up-Aufheller. Das ist aus dieser Bloggers Lovies LE. Fand ich richtig gut übrigens, dieses Zeug. Aber hat auch nicht die Konsistenz irgendwie geändert. Aber ich fand tatsächlich am Schluss, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es lag, fand ich das sehr maskenhaft, dieses Make-up. Ich habe das hinterher versucht, weniger aufzutragen. War genauso. Also ich weiß nicht, vielleicht lag das dann aber auch an den Primern, weil ich finde das eigentlich ein sehr, sehr gutes Make-up. Das hier ist die Farbe 30, die war halt für den Sommer okay, aber Sand ist schon ziemlich dunkel, also für mich jetzt. Deswegen, ich bin da froh, ich habe da jetzt noch eine Nuance heller in meiner Sammlung, behalte ich aber auch in meiner Sammlung, weil ich finde das nicht grundverkehrt, dieses Make-up. Ich muss das aufbewahren für mein Projekt. So, und dann habe ich noch drei Sachen so leer. Und zwar einmal wieder mein Standard-Deo. Ich liebe es einfach, es riecht richtig schön seifig, sauber und hält lange, lange frisch. Dann habe ich eine Haarkur leer gemacht, die hatte ich im Trash-Päckchen drin und zwar mit Maracuja von Swiss Opal. Hatte ich vorher noch nicht, habe ich aktuell gerade quasi in meinen Haaren drin. Ich sag mal, ich kriege da nie immer alles raus, ne? Aber ich hätte tatsächlich noch eins gebraucht, um meine komplette Mähne dahin zu kriegen. Allerdings, ich habe das halt so für meine Balayage in dem Sinne genommen. Ein Shampoo habe ich auch wieder leer gemacht. Das heißt wieder, ich mache gar nicht mehr so häufig Shampoos leer. Und zwar ist das von Langhaarmädchen, ist ein bisschen platt gedrückt. Ich fand das richtig toll, nur den Duft nicht. Ich werde eventuell, wenn ich meine Shampoos, ich habe noch ein paar, beziehungsweise habe ich mir wieder gekauft, irgendwann werde ich mir dieses vielleicht nochmal holen, aber nicht mehr mit dieser Intense Repair Reihe, weil ich mag ja nicht so Kokosduft. Es war okay, weil die Pflegewirkung fand ich ziemlich gut. Aber wie gesagt, ich würde es mir nicht nochmal neu kaufen, weil Kokos, ne? Und vor allen Dingen immer für trockene Haare ist immer Kokos drin. Naja. Und dann habe ich noch eine Kerze. Ich habe übrigens ganz viele Kerzen aussortiert in letzter Zeit. Aber habe sie direkt bei Facebook reingesetzt. Wollte sie eigentlich euch hier auch noch zeigen, aber die waren dann immer so schnell weg. Also ich habe die dann mal wieder getauscht. Zeige ich euch gleich im Hall, weil hier hinten seht ihr so ein paar Kerzen und so ein bisschen Krams. Und ja, da werdet ihr dann im Hall sehen, separaten. Aber ich habe halt ein paar getauscht und so, ja, eine habe ich hier noch, die ich euch zeigen kann. Und zwar ist das die von Woodwick. Eigentlich, ich bin da sehr enttäuscht, muss ich sagen. Das ist die Trilogiekerze, da ist Lilac, Rose und Honeysuckle drin. Und ich rieche die nicht. Keine Ahnung, also ich habe die jetzt echt dreimal angehabt oder so. Ich finde die Kerze so wunderschön.
Und außer dem Knistern, was da der Docht macht, habe ich leider nichts feststellen können an Duft. Deswegen habe ich die auch aussortiert. Ja, das war's dann erstmal.